Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo. Season 4 kommt heute 19 Uhr live. Gibt auch nochmal ein paar neue Informationen von Adam Fletcher. Und gestern hat Diablo selber auch nochmal ein Video veröffentlicht mit ein paar neuen Informationshäppchen. Gerade auch für die Höllenflut sehr interessant, weil ich hatte auch überlegt, ob ich einen Level Guide mache, aber es ist eigentlich unnötig, weil Level Guide, Ausrufezeichen, ist Höllenflut. Also wenn ihr schnell leveln wollt, ab in die Höllenflut. Und da gibt es ein paar neue Informationen, die ich ganz interessant finde. Aber fangen wir am Anfang an. Der Tweet von Adam Fletcher, 19 Uhr Patch, eventuell Pre-Download um 18 Uhr, obwohl er sagt, kein Pre-Download. Also sehr schwammig, bin ich sehr gespannt, aber 19 Uhr geht's da auf jeden Fall los. Und gestern im Video gab es auch nochmal neue Informationen, die wir so auch noch nicht wussten, die ich auch sehr spannend finde. Einmal gibt es einen neuen Gegner in der Höllenflut, den kann man so antippen und dann explodiert der und man kann gegen den kämpfen. Das fand ich ganz spannend. Und ganz wichtig ist auch, es gibt ja diesen verfluchten Altar, da habe ich euch gestern schon ein Video zu gemacht. Vielleicht seht ihr es auch hier gerade im Hintergrund. Und dort könnt ihr ganz viele Gegner rufen und am Ende gibt es so eine Blutjungfer. Und das Interessante dort ist, dass ihr eine Information in der Höllenflut bekommt, wenn ihr also in der Höllenflut seid und irgendjemand zündet den Altar, bekommt ihr eine Information, ey, hier wurde gerade ein verfluchter Altar gezündet, geh doch mal dahin. Und ihr seht es auch in der Map, deswegen da auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. Das Zeichen wird dann gelb, so orange-gelblich. Das bedeutet für euch, ey, der ist gerade gezündet und er sollte auf jeden Fall ganz schnell hin. Ich meine, im PTA hat er pulsiert und auch damals in der Bluternte in Season 2 hat das Zeichen beim Yoda so ein bisschen pulsiert. Aber jetzt wird es halt so gelb, orange und ihr kriegt sogar eine Benachrichtigung mitten im Display. Noch eine sehr interessante Sache, das wurde dann im Nachhinein in so einem kleinen Q&A erzählt. Und zwar überlegt Blizzard, sie hören, dass wir die Höllenflut immer durchgehend haben wollen und keine 5-Minuten-Pause. Und da wurde gefragt, ey, plant ihr vielleicht die Höllenflut durchgängig zu machen, wie die Bluternte? Und man hat nicht gesagt ja, aber man hat so durch die Blumen gesagt, wir schauen drauf und da wird es in der Zukunft nochmal Änderungen geben. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass entweder mit mitten in der Season, das wäre ganz cool, oder mit der nächsten Season dieser 5-Minuten-Timer weg ist, die Höllenflut durchgehend ist, immer den Standort wechselt und bitte, 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 bitte macht, dass die Glut dann auch nicht immer despawnt, sondern dass man die sparen kann und dann quasi immer, immer, immer weiter sammeln kann, ohne dass sie verschwindet. Noch eine wichtige Sache oder eine interessante Sache, wie ich finde, im Q&A, wir hatten ja in der Vergangenheit solche kleinen, zeitlich begrenzten Events, die fand ich immer sehr cool, vor allen Dingen Midwinter Pest im Dezember fand ich sehr, sehr cool. Dann gab es ja nochmal, ich glaube für Mondneujahr oder so, ein Event, das habe ich nicht so doll gespielt, das fand ich nicht so cool, aber Midwinter Blight war sehr cool. Und die Frage war, ob es geplant ist, sowas in Zukunft nochmal zu machen. Und die Antwort war ganz klar ja, er konnte dazu jetzt noch nichts genau sagen, aber da wird es auf jeden Fall was geben. Er hat auch nicht gesagt, ob jetzt in Season 4 schon oder erst später, meistens kommt das ja irgendwann mit in der Season, nochmal so ein paar Wochen, so ein Event. Mir würde jetzt in der näheren Zukunft auch nichts einfallen, so feiertagsmäßig, was da reinpassen könnte, aber lass uns da überraschen, da kann einiges kommen. Ja, ich bin sehr gehypt auf Season 4, ich werde mit den Druiden reingehen, werde meine eigenen Tipps befolgen, am Anfang auf Pulverisieren gehen, um den AOE-Damage extrem zu haben und dann später auf den Tornado-Build umswitchen, sobald ich den Sturmgebrüll-Helm habe, der ja essentiell ist, um den Build zu spielen. Noch eine kleine Information. Ich war mir ja nicht sicher, ob man Weltstufe 1 und 2 lebenden Stahl bzw. exquisites Blut oder sonstige Bossmaterialien bekommen kann. Und das wurde auch in dem Video bestätigt. Es gibt keine Bossmaterialien in Weltstufe 1 und 2. Wenn ihr mich fragt, startet in Weltstufe 2 auf jeden Fall rein. Das solltet ihr gerade im Multiplayer easy hinkriegen in der Höllenflut. Und dann geht so früh es nur irgendwie geht in Weltstufe 3, um Bossmaterialien zu sammeln, viel mehr Erfahrung zu bekommen und die Unique Drops zu bekommen. Weil auch in Weltstufe 3 dann die Unique Drops anfangen. Also versucht wirklich mit Level 35 schon in Weltstufe 3 zu kommen. Würde ich auf jeden Fall gerade heute Abend sehr boosten. Wenn ihr live dabei sein wollt, ich bin jetzt live und werde schon mal
ein bisschen vorhypen und um 19 Uhr geht es dann rein in Season 4, wenn ihr dabei sein wollt. Einfach mal Twitch abchecken. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, in den nächsten Tagen wird es bestimmt sehr, 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 sehr viel zu Season 4 neuen Sachen geben, die sehr interessant sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow hier auf den Kanal lassen. Und ansonsten, ey, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Season 4. Haut den Like-Button hoch und schaut den Stream vorbei. Und dann sage ich bis morgen, Leute. Haut rein.